zeige euch jetzt, wie ihr von dieser Jawline auf diese ultra-snatched Skelett-Modus Jawline kommen, okay? Ganz, ganz wenigen Steps können wir alle nachmachen. Wir können alle ultra auf Skelett-Modus snatched aussehen. And I'm gonna show you how. First step, ganz, ganz wichtig, wir brauchen entweder so eine Brush, mit der wir einfach eben Contour auftragen. Ihr braucht da jetzt nicht unbedingt genau die gleiche wie ich. Die, die ich habe, ist sehr, sehr gut. Ich habe euch die unten in meinem Shop mal verlinkt. Schaut da einfach in der Make-up-Rubrik. Ihr könnt aber auch alternativ eine andere nehmen, die ein bisschen günstiger ist. Wichtig ist aber, dass die halt so eine Shape hat, so eine Form, okay? Ich zeige euch jetzt, wie ihr von so einer Jawline, so sieht meine Jawline eigentlich aus. Die ist jetzt nicht irgendwie übel schlecht. Ich habe schon eine Jawline, aber die ist auch nicht freaking snatched as heck. Und ich zeige euch jetzt, wie wir von so einer normalen Jawline zu... Der Step, ihr zieht euer Gesicht so nach vorne, okay? Das ist ganz wichtig, damit ihr hier diese Jawline-Umrandung überhaupt seht. Und dann, dass ihr seht, okay, wo wollen wir snatchen? Dann nehmt ihr die Brush und ihr setzt unten... Seht ihr, das ist schon so, wie das jetzt aussieht, wenn ich mein Gesicht so arg nach vorne ziehe, soll das aussehen, ohne dass wir unser Gesicht irgendwie extra nach vorne ziehen müssen am Ende. Dafür nehmen wir das Contour. Wichtig ist ein kühler, graubrauner Ton, kein warmer Ton. Und wir gehen wirklich vorne vom Kinn erstmal bis hier hinten an diese Kante. Deswegen ist auch so wichtig, dass ihr wirklich euer Gesicht so vorzieht, weil ansonsten ist es sehr schwierig, diese Kante zu erwischen. Und wenn ihr die Kante nicht erwischt, dann wird es am Ende nicht so gut aussehen. Also dann kriegt ihr einfach nicht so eine snatched halt da rein. Und dann nehmt ihr eure Brush oder mit dem Sponge und ihr fangt erstmal an, das Produkt wirklich unten so rein zu pressen, okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Wir pressen das so rein. Schaut, dass ihr nicht zu arg hier irgendwie an die Seite kommt, ansonsten versaut ihr es auch. Wirklich unten reinpressen, bis ihr hier hinten an diese Kante kommt, wo es dann so nach oben geht. Da pressen wir jetzt auch so das Produkt rein, bis vorne hin zum Kinn. Also seht ihr das? Wirklich, wirklich ganz bis hier vorne zum Kinn. Und ihr seht jetzt schon so dieses erste Ergebnis. Seht ihr diesen krassen Schatten, was das schon macht? Das ist so ultra heftig. Wir pressen das rein. Dann nehmen wir die Brush, ziehen unser Gesicht nach vorne und pressen jetzt hier hinten von hier, bis zu der Kante, hier hinten das Produkt rein. Ganz wichtig, schaut, dass ihr nicht irgendwie jetzt hier an die Seite kommt, ansonsten kriegt ihr nicht diesen Effekt. Ihr müsst es wirklich hier hinten, okay, da hinten, da fressen wir jetzt das Produkt rein, okay? Bis unters Ohr, wirklich komplett diese Linie. Fangt ihr schon an, jetzt zu sehen, was für einen heftigen Schatten das kreiert. Seht ihr das? Das ist so brutal. Ist hier so ein bisschen nach außen gekommen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Wir nehmen uns jetzt erstmal einen Sponge und fangen an. Ihr nehmt euch einfach den Sponge, den ihr auch so benutzt habt für Foundation oder so, dann einen Clean Sponge und fangen an, das bisschen zu verblenden und hier sozusagen wegzuwischen an der Seite, damit wir da kein Produkt haben. Das ist ganz wichtig, weil das Produkt soll nicht irgendwie auf unserem Gesicht, an der Seite, an der Backe oder so irgendwie sichtbar sein, sondern wirklich unten, damit wir wirklich diese Illusion bekommen, wir haben einfach so eine geisteskranke Jawline, okay? So sehen wir einfach aus, so don't even hate on us, because that's just how we freaking look. Deswegen, da verblenden wir das immer erstmal dann hinter, dann ist auch ganz gut, wenn ihr das eh benutzt, was ihr auch von dem Make-up benutzt habt. Nehmt ihr, wenn ihr es ein bisschen messy gemacht habt, euch einfach so ein Kosmetiktuch, wenn es hier ein bisschen auch an der Seite hingegangen ist, an euren Hals, nehmt ihr das und reibt es weg, genauso wie hier unten am Hals, wenn ihr da irgendwie zu weit runtergekommen seid oder so. Das halt nicht irgendwie am Hals oder so sichtbar sein soll, weil das soll wirklich... Und jetzt seht und staunet, gebt euch einfach mal diese Jawline und wir vergleichen jetzt nochmal diese Jawline mit der Jawline. Und jetzt gebt euch einfach mal diese Jawline. Das ist jetzt unsere Jawline fertig konturiert von der Seite, ohne dass wir unser Gesicht irgendwie so nach vorne ziehen müssen. Schaut euch das bitte mal an. Ich versuche jetzt nicht so viel zu reden, damit ihr das gut schön sehen könnt. Ich halte es mal kurz still, damit ihr es gut sehen könnt. Aber es sieht so krass aus. Die Jawline ist poppin', die ist da, es sieht so krass aus, wir können reden und so, wir haben diese Jawline, es sieht so wild aus, es sieht einfach so wild aus, schaut euch das mal an. Ihr müsst es unbedingt ausprobieren, weil das ist der geilste Hack, es funktioniert so easy und wenn ihr die Technik einmal drauf habt, ihr könnt so krass eure Jawline snatchen, das ist wirklich anderes Level, also wirklich auf Skelettmodus können wir damit gehen.
unser Endprodukt. Schaut euch auch unbedingt nochmal die Seite an, im Gegensatz zu wie die eigentlich aussah. Es sieht so wild aus, sogar wenn wir reden und so. Das sieht so ultra snatched aus. Einfach so richtig high freaking sharp. Das ist einfach anders. Probiert unbedingt die Technik aus. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye.